Guten Morgen, liebe Gäste hier an der Olma, Sie, die alle gerade unterwegs sind. Schön sind Sie da. Wir dürfen Sie herzlich begrüßen hier am Tagblattstand. Eine wunderbare Olma dürfen wir geniessen. 75. Olma, das ist die Messe in St. Gallen, wo sich alle Leute sau wohlfühlen. Und ich freue mich, dürfen mal euch begrüßen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim. Ihr, die uns jetzt gerade live verfolgt über Facebook oder das Ganze dann auch nachschaut auf einem von all diesen Kanälen, wo das Ganze geteilt wird. Wir haben ja in dieser Woche einen Haufen spannende Gäste bei uns. Heute wieder eine ganz andere Persönlichkeit. Der Bischof Markus Büchel, seit 2006 Bischof vom Bistum St. Gallen. Ich sage es ein bisschen zugespitzt, wenn man so schaut, die Olma fast vor der Haustür. Es sind nur ein paar wenige Meter Luftlinie bis zum Kloster. Mit was für Emotionen, Markus Büchel, verfolgen dir die Olma? Zuerst einmal guten Tag miteinander. Es freut mich, dass Sie da sind und danke für die Begrüßung. Es ist für mich ganz ungewohnt, wenn plötzlich Gemeindebewegung ist und ich so stehe. In der Regel bewegt sich der Pfarrer. Aber die Olma bewegt mich innerlich sowieso. Nicht nur der Jahrmarkt, weil man den ja am Abend auch auf den Spaziergängen noch vor der Tür hat. Aber auch das Innere von der Olma ist für mich immer ganz etwas Faszinierendes, etwas Schönes. Und hat die ganze Bandbreite, die man eigentlich als Mensch braucht. Wir haben Geräte, die man braucht, zum Leben, zum Bauen, zum Gut haben, zum Schön haben und so weiter. Alles ist da. Und es ist auch da, wo wir eigentlich dankbar dafür sind, dass wir davon dürfen leben, die Milch produzieren und so weiter. Und das Fleisch, das ist alles wunderbar. Die nähe Verbindung von Bischof Markus Büchel zu Olma hat ja auch ein bisschen mit den Wurzeln zu tun. Von Ihnen? Jawohl, ich bin im Rind aufgewachsen. Ich habe vorher schon eben gesagt, die besten St. Galler seien die, die noch Wurzeln im Rind haben. Da müsst ihr entschuldigen, die da nicht haben. Das sind auch gute. Aber jawohl, das ist ein Applaus wert. Das sind auch gute. Aber ich glaube, wir haben, wenn es um Erdverbundenheit geht, haben wir doch etwas mitbekommen. Also damals sind wir in Rütti, wo ich aufgewachsen bin, alle gleich reich gewesen. Das heisst, alle relativ bescheiden arm und wir haben alles auch gut gelebt. Es ist uns gut gegangen, wir haben immer den Riebel gehabt, wir haben alles gehabt, was wir gebraucht haben, was man hier an der Olma auch wiederfindet. Also wenn ich durch die Olma hier vorne laufe und den Riebel schmecke, dann kommt mit Heimatgefühl auf. Dann fühlt sich der Bischof Markus wohl. Wie kann eigentlich das persönliche Umfeld vom Bischof heute spüren oder wahrnehmen, dass Sie so verwurzelt sind in der Landwirtschaft? Also gehen Sie ganz gezielt Produkte einkaufen? Oder wie kann man das spüren, Ihre Verwurzelung in der Landwirtschaft heute? Ich muss bekennen, ich bin im Landwirtschaftsbereich, also in einem kleinen Bauernbetrieb aufgewachsen, aber ich war nie ein berufener Bauer gewesen. Ich habe dann lieber den Weihrauch geschmeckt als den Kühe-Dreck. Das war halt auch so gewesen. Und es hat an beiden Orten zu arbeiten gegeben. Und meine Karriere ist dann auf die andere Seite weitergegangen. Ist also für mich etwas ganz Wichtiges. Aber wir haben in diesen Dingen die Arbeit gelernt, schätzen, was die Menschen tun. Auch die harte, persönliche Arbeit, der Einsatz, der muss von Hand geleistet werden. Damals hatte es noch nicht so viele Maschinen gehabt. Die höchste Entwicklung in unserem kleinen Betrieb war ein Einachser Rapid. Und so ein Schwaderechen, nachdem der Motorhaber abgelöst worden ist. Jetzt gehe ich natürlich sicher durch den Stall und begann schauen, was schöne Kühe ist. Also unsere Kühe sind schöner gewesen früher, die haben so Horn haben. Bei der Mutter ist es nicht so sehr nur auf die grossen Uter angekommen, wenn sie die Kühe angeschaut hat. Sie hat immer gesagt, eine schöne Kuh muss schöne Horn haben. Und darum habe ich manchmal jetzt ein bisschen Mühe, wenn ich so durch den Stall laufe, wenn ich die riesen Geschirr hinten dran, die sie angehängt haben, sehe. Und vorne sieht es relativ schlank aus. Gell? Jawohl, halt, ja. Wie gewisse Herren auch, ja, gut, da also sind. Ja, gut, setzt sich auch schon ein bisschen etwas an. Dolma, Markus Büchel wird ja dieses Jahr 75. Die katholische Kirche, die ist deutlich älter. Natürlich. Jetzt, wenn man will, dass Dolma auch so alt wird, oder zumindest 100, 200, was kann hier Dolma von der Kirche lernen? Wie wird man möglichst alt? Ja, Dolma kann wirklich viel lernen. Also, wenn es unter dem Segen Gottes steht, dann nachher wird sie alt. Die Kirche steht da noch, hat darum überlebt.
und oft eben nur durch den Segen Gottes überlebt, weil die Menschen manchmal ja auch sich verschieden eingerichtet haben in dieser Welt, auch in der Kirche. Das ist wunderbar, dass wir alle Zeiten haben dürfen überleben. Das wünsche ich auch der Olma, dass die Olma eigentlich immer wieder auf Bedürfnisse von der Zeit reagiert und dass sie kann zeigen, wir sind eigentlich für die Menschen da. Und darum hat Kiel überlebt, weil es für die Menschen da ist und wo sie für die Menschen da ist, weil sie die Menschen brauchen. Und bei so viel Herzblut von einem Bischof für die St. Galler Olma ist ja eben klar, hat sie den Segen vom St. Galler Bischof und wird in dem Sinn auch noch sehr alt werden. Ich habe es gehört, wo wir in dieser Woche mal die Säulentrainerin bei uns hatten, Susan Milz. Der Bischof Markus Büchel hat das schon eine Säule eintreiben an dieser Olma. Jawohl. Und es haben viele gestaunt, dass sie sogar gewusst hat, dass man eine Säule, wenn es stockt, muss einen Klapp auf den Hintern geben. Okay. Und bei der Säule darf man da noch. Sonst darf man da nicht mehr. Da hat es gefolgt. Wir müssen aufpassen, dass ich nachher nicht noch vom Tierschutz eine Klage bekomme. Aber sie hat gefolgt. Super, ja. Super. Das hat ihm nicht geschadet. Ja. Geschätzte Gäste, herzlich willkommen. Jawohl, ich sehe, die Ränge fühlen sich. Wir haben heute bei uns den St. Galler Bischof Markus Büchel, ein von unseren Talk-Gästen. Markus Büchel, man kennt Sie als Persönlichkeit, die gerne unter die Leute geht, jetzt eben auch an der Olma. Hat auch ein bisschen mit der Rintaler Wurzeln zu tun, die Verbundenheit mit der Gesellschaft? Das hat sicher mit dem zu tun. Wir haben ja, ich habe gesagt, die einfachen Verhältnisse haben wir gelebt im Rindlus in meiner Zeit. Heute ist das auch anders. Man hat damals eigentlich jeden Tag, den man konnte feiern, hat man auch genossen. Wir sind viel zusammengesessen, wir haben gesungen miteinander. Oder wenn ein Kilbig ist und so weiter, hat man teilgenommen. Oder der Dorfverein hat man teilgenommen. Das ist wie eingewurzelt. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, weil durchs Feiern nennt Menschen, leben eine Dimension von ihrem Menschsein aus, die uns als Menschen eine Schätzung gibt, Wertschätzung bringt gegenseitig, die uns näher bringt, die uns miteinander verbindet. Und wenn man mal mit jemandem auch ein bisschen Krieg oder einen Krachen hat, wenn man wieder am gleichen Tisch hockt bei einem Fest und ein Glas Wein trinkt oder mit einem Most anstoßt, dann ist das nachher etwas ganz anderes, dem wieder zu begegnen. Aber nebst dem Festen, nebst dem Umsitzen, Bischof Markus Büchel, irgendwann sind wir auch mit dem Glauben in Kontakt gekommen. Wie ist eigentlich das so vonstatten gegangen? Also mein erster Kontakt mit dem Glauben ist der, den wir die Eltern zur Taufe gebracht haben. Ich habe es so noch nicht so gemerkt, aber es hat von dort her etwas gewirkt. Okay. Und das bewirke ich sogar etwas. Und dann bin ich auch in einer Familie aufgewachsen und damals auch in einer ganz katholischen Gemeinde, wo die Kirche eigentlich, die Kirche ist heute sogar ein bisschen höher gelegen, auf dem Moränenhügel oben auf dem Valentinsberg, und hat wirklich die Übersicht gehabt über das ganze Leben in diesem Dorf. Aber der Pfarrer hat noch etwas zu zeigen gehabt. Eben, dann ich wollte fragen, gibt es denn auch irgendeinen Pfarrer oder sonst eine andere Persönlichkeit, die sie geprägt hat, damit sie eben den Weg zum Glauben gefunden hat? Neben der Familie sind sicher die gewesen, die im Religionsunterricht, also Kaplan, Pfarrer, für mich ist mein Strier auch sehr wichtig geworden. Wir hatten hier nicht so einen Jugendverein im Dorf, hat einmal dann eine Pfadigründung gegeben, aber dort haben wir nicht so mitmachen, weil wir halt am Mittwochnachmittag auch jemanden müssen arbeiten und am Samstagnachmittag auch müssen helfen. Und der Schubplatz, der neben unserem Haus war, ist fast, den haben sie wieder aufgedrängt. Dort ist die Autobahn gebaut worden nachher, dann ist der auch weg gewesen. Aber darum bin ich auch kein guter Fußballer geworden. Meine Kollegen. Sonst wären ihr da gestanden als Fußballer, statt der Frank Villo Barretta, oder? Ja, genau. Also, wenn jetzt Sie da gewesen wären, dann hätten wir noch Konkurrenz bekommen. Aber keine Stimme. Die Berufung habe ich nicht. Wir haben Kollegen im Gymnasium dann immer gesagt, wenn wir miteinander geshootet haben, du gehst am Gescheitsten ins Gold, füllst etwas aus und bist uns das nicht im Weg. Und das ist meine Fußballkarriere. Also hätten wir doch das Thema auch abgehandelt. Bischof Markus Büchel, habt ihr auch nie gekämpft mit dem Glauben? Auch mal Zweifel, Phasen vom Zweifel durchlebt? Oder ist da von Anfang an klar gewesen, nein, der Glaube, der fasziniert und das ist Ihr Weg? Fasziniert hat er mich immer. Aber es wäre ein schlechter Gläubiger, der nie Zweifel hatte. Ein Stück Apostel Thomas hat jeder in sich. Und das, glaube ich, könnte jetzt hier fragen in die Runde.
das gehört sogar zum Glauben dazu, dass wir immer wieder wissen, es ist letztlich ein Geheimnis, das wir nicht in der Tiefe fassen können, aber wo uns verheißen ist, dass der, an den wir glauben, uns kennt, an uns und durch uns wirkt. Und das gibt dann wieder Kraft, um einfach weiterzugehen auf dem Weg. Und Glauben heisst ganz fest ja nicht wissen, dass etwas so und so ist, sondern heisst einfach Vertrauen, sich in eine Beziehung reingeben. Und das, denke ich, ist etwas ganz Wichtiges. Heisst nicht ein gescheiter Satz auswendig lernen und den Katechismus können aufsagen, auswendig, sondern heisst eine Beziehung leben, eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zu Jesus, wo uns Vorbild ist, wo uns aber auch Begleitung ist und wo uns auch eine grosse Hilfe ist im Leben. Und auch Hoffnung gibt. Und die Beziehung zu Gott, zu Jesus, das war dann auch die Beziehung, wo sie all die Zweifel überwinden lassen hat. Ja, ich bin immer wieder draus gekommen. Also, ja. Es ist mir vielleicht auch gegangen wie Petrus, wo er angefangen hat, gar nicht mehr Vertrauen und Glauben, ist, hat das Wasser nicht mehr getragen und ist dann abgesunken. Und dann hat dann Jesus wieder drauf verstanden, er hat ihn dann rausgezogen und hat zu einem gesagt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und so hat es bei uns hat's auch immer wieder den Weg gegeben, dass es weitergegangen ist. Und ich habe Freude am Glauben, ich habe Freude auch an der Kirche. Es ist schon angesprochen worden, man sagt älter als Dolmen, das stimmt. Da sind wir nicht nur mir schuld, aber es ist ja so, dass halt doch drin ein Zeichen ist, dass es nicht nur eine menschliche Organisation und Gemäche ist, sondern dass da der Geist Gottes drin wirkt. Bei uns heute live am Stand St. Galler Bischof Markus Bücheli darf alle die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen, die neu dazugekommen sind über den Livestream auf der Facebook-Seite von Tagblatt. Aber auch Ihnen hier, geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir haben schon viel gehört, der Bischof Markus Bücheli wäre fast ein Fußballstar geworden. Er ist aufgewachsen auf einem Bauernhof. Markus Bücheli, früher hatten doch die Eltern noch gern gehabt, wenn man den Junior hat, der in die Fußstapfen tritt von den Eltern. Also hat da keine Reibereien gegeben daheim, wo sie gesagt haben, nein, sie wollen so richtig killen und nicht Bauer werden. Ich habe drei Schwestern und noch einen Bruder. Sowohl der Bruder ist nicht in die Richtung gedrängt worden, der ist älter. Man hätte da zuerst können bei dem anfangen. Der hat auch eine andere Berufung gehabt. Und die kleinen Betriebe sind damals so gewesen, dass wenn die Familie weggegangen ist, hat man reduziert und der Vater ist dann noch irgendwo gearbeitet. Es war also nicht eine Existenz gewesen, auch von der Umgebung her, vom Boden her und so weiter, wo ein junger Bauer heute können, weitermachen konnte. In Rütti hat es eigentlich in jedem Haus in etwa 2-3 Kühe gehabt, hat auch an jedem Haus einen Stall gehabt. Und heute hat es in diesen Stall noch ein paar Ross. Wir sind so ein Ross-Ding geworden, da, unsere Stadt zeigt auch ein Stück weit von Wohlstand. Aber dazu, alles andere ist etwa 3-4 grosse Bauereien zusammengefasst worden. Die haben hoffentlich eine Existenz und haben heute das Leben. Jetzt ist ja so, die Landwirtschaft die pflegt Gottes Schöpfung, die Kirche die preist Gottes Schöpfung an. Also kann man sagen, Landwirtschaft und Kirche, da besteht durchaus ganz eine enge Verbindung. Das stimmt und ich denke, es ist auch wichtig, dass man die Dankbarkeit und nicht die Selbstverständlichkeit dürfen immer wieder den Menschen bewusst machen. Ich staune immer wieder, wie zum Beispiel Erntedankgottesdienst oder Flurprozessionen oder ein Alpgottesdienst. Ich gehe jedes Jahr, seit mehr als 30 Jahren, die Trüttner Alpen segnen. Und das ist jedes Jahr ein wunderbares Ereignis, bei jedem Wetter und alles. Natürlich jetzt wie in Gefahr, es hat eine schöne Strasse jetzt da auf die Alpen auf und so weiter. Aber es ist doch ein tiefes Zeichen, dass Menschen spüren, es ist alles nicht selbstverständlich. Und gerade auf den Alpen spürt man, wie ausgesetzt dass die Eltern sind mit ihren Fäh, wo sie hunderte von Tieren eigentlich begleitet, wie ausgesetzt dass man ist in der Natur, dass sie nicht verfallen und dass sie irgendwo doch gesund die Zeit auf der Alpen bringen. Und das angewiesen sie grundsätzlich ist eigentlich gerade in der Bauerei ein guter Lehrplatz. Wir haben es nicht ganz in der Hand, wie wir unser Leben auch nicht ganz in der Hand haben. Verlassen wir im Moment die Landwirtschaft und die bäuerliche Branche. Im 2006 zum Bischof vom Bistum St. Gallen gewählt worden. Damit höchster Katholik in dem Bistum, auch der gläubigste.
Ich hoffe, ich habe etwa das Glaubensniveau von den meisten vom Durchschnitt. Es gibt sicher Berufenere vielleicht sogar im Glauben, der würde ich nie so ausmachen. Ich kann sagen, ich habe noch Freude am Glauben und somit langen mir da. Wie lebt denn ein St. Galler Bischof den Glauben aus im Alltag? Ja, zum Beispiel heute Morgen um 6:30 in die Frühmesse in der Kathedrale und sind bereits etwa 15 bis 20 Personen da gewesen, die zum Teil gehen arbeiten, zum Teil auch derjenigen, die die senile Bettflucht haben, natürlich, oder? Die froh sind, wenn es schon oft die Tür gibt am Morgen um 6:30. Aber es ist immer etwas ganz Besonderes bei uns in der Kathedrale mit ganz wenigen Leuten, die auch ein bisschen verstreut sind, einen Gottesdienst zu feiern. Das ist einmal ein Element. Der Bischof ist einer, der auch beten muss, der muss feiern. Und für uns natürlich, die Eucharistiefeier ist eine ganz besondere Kraftquelle, auch für unser Amt, für unser Leben. Denn der Bischof ist eigentlich der, der gerade im zentralsten Punkt, wo er handelt, gar nichts selber tun kann. Da ist der Mohnmächtigste. Da steht er eigentlich da und sagt, Jesus, du bist dran, jetzt musst du handeln. Gut, wir reden nachher noch in dem Fall über die Funktion vom Bischof. Aber gibt es auch mal Tage, Sie haben vorhin gesagt, Frühmesse heute Morgen. Wenn man im Berufsleben draussen steht, dann manchmal denkt man, oh nein, heute aufstehen. Man hat vielleicht bis weiss ich, wie lange gefeiert. Gibt es so einen Moment auch? Und wie motiviert man sich denn als Bischof zum Aufstehen und sagen, mal, jetzt nehme ich den neuen Tag in Angriff? Also wenn ich mal ausschlafen kann, so dann ist für uns, also wir wohnen hier in einem gemischten Kloster, also meine Schwester Lisbeth ist bei mir und am Morgen, bis am Morgen um 8 sind wir beide frei und am Morgen um 8 ist das Morgen auf dem Tisch und dann bin ich manchmal froh, wenn sie erst am, sie sucht mich einmal per Telefon, wo ich bin, okay. wenn sie erst um 10 ab 8 mal wieder anrufen. Aber es ist immer sehr pünktlich, eigentlich vor dem 8 essen wir miteinander zu Morgen. Ja, das Kloster ist ja dann noch relativ weitläufig, also je nachdem, wo der Anruf sie erreicht, haben sie dann halt gleich mal vielleicht 10 Minuten, oder? In der Wohnung bin ich meistens, also okay. Die Wohnung im Grossen bin ich, ja. Wenn man sich aufschafft in der katholischen Kirche bis zum Bischof, kann man da eigentlich auch von einer Karriere schwätzen? Mir hat einer gefragt, an der Olma, und er da die schöne Olma-Plakette als Botschafter gesehen hat, ist jetzt da für dich nochmal ein Karrieresprung? Und dann musste ich sagen, ja, sicher. Das erste Mal im Leben bin ich Olma-Botschafter. Die Olma habe ich schon mehr besucht. Aber einen Karrieresprung gibt es eigentlich nie bei einem Bischof. Es ist ein Amt, wo ein Dienst ist, wo manchmal auch, wenn weiter rauf, als man kommt, wenn mehr Last, als man hat. Also es ist, gibt auch im Bischofsamt ganz viele Aufgaben, die wichtige Aufgaben sind, wo man muss ausführen, wo es aber einfacher ist, wenn man zum Beispiel in einer Gemeinde kann arbeiten mit Menschen, wo man immer wieder begegnet und kennt. Also wenn man dauernd unterwegs ist, ich bin einen Tag in Bern, der andere in Freiburg, dann wieder einmal zu Zürich und jetzt vor 2 Wochen bin ich in Minsk gesehen, in Weißrussland, an einer europäischen Tagung. Irgendwann machen wir vielleicht auch einmal auf Rom und so weiter. Wir sind sehr viel unterwegs und wir haben keine Struktur im Tag und somit ist das auch eine Herausforderung, der Tag. Aber Sie haben gerade gesagt, eben, je weiter dass man sich aufschafft, umso mehr Druck nimmt man auch auf sich in der katholischen Kirche. Jetzt kann ich mir in dem Zusammenhang natürlich gut vorstellen, man steht als Bischof auch ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Auf der einen Seite hat man die Gläubigen, die wünschen sich vielleicht eine sehr progressive, eine offene Kirche. Auf der anderen Seite der Vatikan, der immer wieder bremst. Wie geht der Bischof Markus Büchel mit dem Spagat um? Es ist gerade umgekehrt, dass sie jetzt sagen. Ich wäre manchmal froh, die Leute wären ein bisschen progressiver. Es gibt nämlich auch derjenige, die dem Bischof sagen, du bist zu progressiv, du bist zu wenig traditionsbewusst und so weiter. Das ist richtig, das Spiel gehört zusammen. Aber es ist nicht Rom und die Gläubigen, sondern es geht quer dadurch. Für viele ist der jetzige Papst progressiv und auch für Gläubige. Und das ist ein Spiel, wo muss da sein und das ist eigentlich gut. Es gibt die, die vielleicht mehr ein bisschen bremsen, die mehr ein bisschen züchten. Wichtig ist, dass alle progressiv sind, vorwärts gehen. Und im Vorwärtsgehen das bewahren, was wir bekommen haben, was gut ist, was uns hilft, was auch uns geschenkt ist im Glauben, in der Lehre auch von der Kirche.
aber dass man das für die heutigen Menschen versucht anzupassen und die Menschen, mit denen kann ich ansprechen. Sie sagen es gerade, es ist wichtig, dass man vorwärts geht. Haben Sie denn selber den Eindruck, die katholische Kirche, die geht vorwärts? Also ich habe den Eindruck schon, wenn man manchmal schaut, was in 100 Jahren passiert ist und was in den letzten 20 Jahren passiert ist, dann ist das für viele zu schnell. Aber wir diskutieren schon seit 20, 50, 100 Jahren die gleichen Fragen. Wir reden über Frauenzölibat, wir reden über Sexualität vor der Ehe. Das sind die gleichen Fragen. Darum meine Frage, ist die katholische Kirche, geht sie wirklich in die Zukunft? Die Frage muss aber auch nicht nur die Kirche stellen oder nur die Kirche lösen. Unsere Aufgabe ist eigentlich, den Glauben zu verkünden und aus dem Glauben, aus den Menschen, ein Gewissen schenken, wo sie selber auch entscheidet, das ist gut oder das ist nicht gut. Und die Richtschnur irgendwo immer wieder aufzubauen und immer wieder von der Tiefe her, von dem Wert her, das zu verkünden, das ist etwas ganz Zentrales und etwas Wichtiges. Und irgendwann hat, das sagt die katholische Kirche, der Mensch den freien Willen und muss gerade in so Fragen auch selber entscheiden, was er tut und selber verantworten, was er tut. Das tut mir, das ist ganz eine wichtige Aussage. Geschätzte Damen und Herren, willkommen hier an der Olma. All Ihnen, die neu dazugekommen sind, bei uns heute im Live-Talk exklusiv zu St. Gallo, Bischof Markus Büchel. Wir haben jetzt schon ganz viel über Ihre Aufgaben geschwätzt. Sie sind jetzt im 12. Amtsjahr. Wie gern immer noch Bischof von St. Gallen? Es ist ja schön, wenn man Bischof wird, wird man 10 Jahre jünger, auf einen Schlag. Das heisst, mit da bis 75 arbeiten und somit darf ich noch 7 Jahre arbeiten, wenn ich gesund bin. Und ich wünsche mir das. Und bis jetzt bin ich sehr motiviert, das Amt auch dürfen auszuführen. Nicht zuletzt darum, weil gerade bei uns, unserem Bistum, ist man bei den Leuten relativ nah. Wir sind ein kleines Bistum, man kennt sich gut. Es sind viele Leute, die man immer wieder begegnet. Und das ist etwas, was sehr stärkt und auch sehr hilft. In dem Fall ganz schon ein bisschen etwas vorzusagen, was ich für den Schluss gedacht habe. Also da heisst, ich denke halt ein bisschen voraus. Ja, das ist super, das ist super. Wir dürfen damit rechnen, Markus Büchel, dass ihr durchhebt bis 75 und erst dann wird ein weiterer Nachfolger. Ich wünsche mir das, ja. Da wünschen sich ganz viele Gläubige auch, weil es ist ja so, wenn man die Gläubigen fragt und dann fällt der Name Markus Büchel, dann sagen immer wieder ganz viele, das ist er, das ist mein Lieblingsbischof. Wie gehen Sie mit dem um? Sie sind der Lieblingsbischof unter den Bischöfen. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, unter allen Bischöfen. Also da würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber St. Gallen muss der Lieblingsbischof sein. Sie mögen mich haben, wie ich bin. Und sie haben nur einen, sie können ja nicht wählen. es ist sicher schön, wenn man spürt, man hat ein offenes Verhältnis. Also, ich bin auch froh, wenn mir die Leute sagen, wann er nicht passt. Das Wichtigste ist, dass man miteinander im Kontakt ist und dass man auch die Offenheit hat, Probleme, die da sind, anzusprechen. Und oft ist es ja so, man sieht es aus einem Blickpunkt an, wo man nicht den ganzen Horizont von einer Aktion auch sieht. Und dann, wenn man sich erklären kann, dann kommt es in einen grösseren Zusammenhang und dann wird viel begreiflich, wo man einfach aus einem Moment oder aus einem Schlagwort heraus vielleicht dann nicht so begriffen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch höchst kompliziert ist, weil eben, dann treffen sich ja Bischöfe ab und zu auch zur Bischofskonferenz, da kommen alle zusammen mit sehr unterschiedlichen Standpunkten. Wie friedlich geht es da zu und her? Wir wünschen einander immer wieder den Frieden, so wie der Herrgott uns das gewünscht hat, oder? Der Friede sei mit euch, das heisst aber nicht, dass man sich nicht da auseinandersetzen. Das heisst nicht, dass man da verschieden sei. Ich bin überzeugt, jeder Bischof hat eine Berufung von Gott. Und anscheinend verdienen wir unsere Zeit, die Bischöfe, die wir jetzt halt haben. Jetzt müssen wir uns irgendwo miteinander auseinandersetzen. Es gibt verschiedene Ansichten in der Pastoral, da gibt es natürlich. Es gibt aber auch verschiedene Charaktere, die da spielen. Und es gibt bei uns in der Schweiz ganz besonders, wir sind ein kleines Land und jeder von den Bischöfen lebt in einer anderen Kultur. Also die Westschweiz liegt ein bisschen anders als da unsere Deutschschweiz und die Südschweiz in Tessin nochmal anders. Und dann gibt es halt auch Verschiedenheit von der Bistümer. Viele staunen manchmal, wenn ich sage,
Horn hier am Bodensee und wo ganz von St. Gallen umgeben ist, da gehöre ich zum Bistum Basel. Aber es ist so, wir gehören als Kanton zu einem Bistum und zum Bistum Basel gehören 10 Kantone. Zu mir gehören die beiden Goldstücke Appenzell und rundum das wunderbare St. Gallen. Appenzell haben da gern gehört, auch die, die jetzt daheim zuschauen. Genau. Es gibt ja noch eine andere Version, das zu sagen. Aber ich will jetzt nicht öffnen. Wir bleiben jetzt bei der. Aber Bischof Markus Büchel, eben, Sie haben gesagt, ihr wünscht einander immer wieder den Frieden. Aus der Politik heraus kommt man es aber doch auch. Also politisch. Politikerinnen und Politiker, die sagen einander auch mal Schlötterling oder wirklich gehen nicht gerade im Frieden auseinander. Das gibt es nicht unter den Bischöfen. Wir wissen sehr genau, wo die Grenzen des Einzelnen sind, wo die Positionen sind und wir versuchen mit dem umzugehen. Ich kann aber sagen, man redet sehr offen miteinander und auch sehr klar miteinander. Aber vielleicht ist das der Unterschied, wir sind nicht an einer Partei gebunden. Am Schluss sind wir wieder alle in der gleichen Partei. Und unsere Partei heisst eigentlich das Evangelium verkünden. Und Zeugnis geben und schauen, dass in unserer Welt, in unserer Zeit, die Botschaft von Jesus verkündet wird. Und da treffen wir uns. Im Wesentlichen treffen wir uns immer. Also im Ausfranzeln und im Ausdividieren von all diesen Fragen, da gibt es manchmal schon Unterschiede. Da gibt es feine Unterschiede. Ja. Jetzt ist ja so, die Reformierten, die feiern in diesem Jahr 500 Jahre Reformation. Wie fest darf man als Katholiken da mitfeiern? Wir haben ja eine wunderbare Sprachregelung da. Wir sagen nicht Reformationsjubiläum, sondern Reformationsgedenken. Das ist also die katholische Version. Wir haben ja eigentlich nicht viel zu feiern. Aber wenn wir nicht voneinander feiern, sollen wir gedenken, uns Gedanken machen. Und wir spüren heute auf beiden Seiten, auch die reformierte Kirche, die natürlich feiern, dass wir eigentlich voneinander lernen können. Und wir haben, die katholische Kirche hat von der Folge der Reformation, mit der ganzen Reform in der eigenen Kirche und dann mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, mit der Liturgiereform, mit der Bibel ins Zentrum stellen und so weiter, sehr viel von der reformierten Tradition gelernt und gegenseitig auch. Also die reformierte Kirche, wir sind sehr in einem intensiven Dialog und Gespräch miteinander, wir lernen voneinander viel. Und das heisst doch, wir sind nicht mehr im Kampf gegeneinander, sondern wir sind auf dem Weg zueinander. Und das muss unsere Ausrichtung sein, dass wir nicht einheitlich werden, alle. Das sind wir zwei ja auch nicht, oder? Sie haben ein rotes Hemd an, die hat heute ein weißes an. Das soll auch die Individualität und das soll das prägen, die Jugendlichkeit und das Alter, das aufeinander kommt. Ja, wir wollen Fußballprofi werden. Ja. Aber Bischof ja, oder sogar Kardinal, das ist nämlich die Farbe vom Kardinal. Ist gut. Also Bischof Markus, ich habe ein anderes Stichwort aufgeschnappt von vorher. Für ein gesundes Miteinander braucht es den Dialog. Also ja. Das ist so ein Stichwort, was braucht es noch für ein gesundes Miteinander von den christlichen Kirchen, vielleicht auch von den Freikirchen und allgemein von allen Kirchen, die es halt gibt. Ich glaube, wir müssen immer wieder aufs Zentrale schauen. Und ich glaube, das ist auch jetzt im Reformationsjubiläum wichtig. Und das sagen uns eigentlich die Reformierten. Der Godi Locher sagt das immer wieder. Und hier bei uns in St. Gallen sagen wir das einander auch immer wieder. Wir müssen eigentlich in unserer Zeit, die so vielfältig ist, mit den verschiedenen Kulturen, das Zentrale, das Wesentliche wieder im Mittelpunkt stellen. Und das Wesentliche ist Jesus Christus. Dass wir aus der Verbindung und Beziehung zu ihm unser Leben gestaltet und unser Leben auch feiert und unserem Leben eine Richtung geben und eine Hoffnung und eine Zukunft. Und wenn wir uns auf das besinnen und nicht nur auf dort, wo sie sich Köpfe eingeschlagen haben im Laufe der Zeit, von der Geschichte, wenn wir auf das schauen, dann sind wir plötzlich näher, als wir meinen. Und jetzt haben wir vorher gehört, als Bischof gehört man nicht zu einer politischen Partei. Darum findet ihr euch als Bischof ja, oder als Bischof ja auch immer wieder. Wie politisch darf denn aber Kirche heutzutage sein? Das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder kommt. Kirche soll sich nicht äußern zur Politik. Das sage ich eben nur Politiker selber, oder? Und das sage ich dir, die es dann sagen, wenn man nicht ihre Parteipolitik und ihre Parteiparolen vertreten. Aber wo die Kirche das Evangelium verkündet und ein Mensch
Impuls gibt und der Gesellschaft Impuls gibt, aus der Mitte, aus dem Wert vom Evangelium raus, wenn die auch anders tönen als vielleicht das Parteiprogramm von rechts oder von links, dann müssen wir das tun. Und da sind wir natürlich politisch. Also politisch sein heisst, in die Öffentlichkeit reinwirken, und das möchte man eigentlich. Man möchte nicht ein innergefangener Verein sein, sondern die Kirche hat eine Aufgabe, in die Gesellschaft reinzuwirken und nicht nur um sich selber zu drehen und einen lustigen Club zu sein, der nach aussen abgeschottet ist, sondern das ist unsere Sendung, das ist unser Aufruf, übrigens auch von jedem Christ. Klare Worte vom St. Galler Bischof Markus Büchel. Geschätzte Damen und Herren, Sie, die alle hier zuhören, gibt immer mehr. Falls irgendjemand eine Frage hätte an Bischof Markus, dann wäre da heute die Chance. Ich nehme gerade mal noch schnell das Mikrofon zur Hand. Sie dürfen da schnell an die Seite kommen und Ihre Frage formulieren. Ich habe es gerade selber. Ja, ich hätte gerne gewusst vom Bischof Markus Büchel, ob der Slogan von ihm gut, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen, ob der immer noch Gültigkeit hat. Ja, der hat noch Gültigkeit. Das ist ein wunderbares Wort vom... Ich kann es nicht spontan sagen. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen von Philipp Neri. Oder Don Bosco, okay. Philipp Neri. Also aus dieser Spiritualität heraus, von diesen Seelsorgern in Italien, die ganz nah bei der Jugend und bei den Leuten sind. Und das Fröhlichsein. Also, wir haben es jetzt auch gehört wieder bei der Predigt am Galentag. Der Humor ist etwas Wichtiges. Der Humor ist aber auch ein Geschenk. Es sind Menschen, die es schwerer haben, das können auszudrücken. Und ich denke, das ist ganz ein wichtiger Spruch. Es ist darum auch, ich habe ja meinen Wahlspruch gewählt in Gaudio et Spe, in Freude und Hoffnung. Und da hat man mir gesagt, wie kannst du heute an der Kirche oder an der Welt Freude haben? Wie kannst du Hoffnung haben und wie kannst du das als Wahlspruch nehmen? Es ist eben der Anfang von einem Dokument von der Kirche, wo heisst Freude und Hoffnung, und dann geht es aber weiter. Trauer und Angst der Menschen von heute, also nicht nur von uns, die Freude haben am Bischof, sondern der Menschen von heute, auch von denen, die es ganz schwer haben, sind Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Christen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass man spürt, wir haben eine Sendung in die Welt rein. Und wir müssen nicht zuerst fragen, wenn ein Flüchtling kommt, ist er jetzt Moslem oder Christ? Sondern er ist ein Mensch und hat als Mensch eine Würde. Und als Mensch wollen wir ihn als Mensch behandeln. Das ist für mich ganz etwas Zentrales. Und das ist ein wichtiges, das ist ganz ein wichtiges Dokument vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Und das Pastorale, schreiben. Und nachdem würde ich eigentlich mein Bischofsamt auch ein bisschen ausrichten. Und habe bis jetzt mit dem gute Erfahrung gemacht. Danke vielmals, auch für die Frage, die gestellt worden ist. Gibt es gerade nochmal eine spontane Frage aus dem Publikum, raus an Bischof Markus Büchel? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich gerne so eine kleine Schlussrunde einlenken. Markus Büchel, angenommen, Sie hätten den Zauberstab. Wie sieht die Traumkirche aus vom Bischof Markus? Die Traumkirche vom Bischof Markus sieht so aus, wenn alle Menschen miteinander ehrlich sind, wenn sie Freude haben an der Gemeinschaft, die in der Kirche lebt, und wenn sie bereit sind, aus dem Geist von dieser Kirche und aus dem Geist vom Evangelium in die Welt reinzuwirken, im Beruf, wo sie sind, aber auch dort, wo sie halt einmal herausgefordert sind, um über eigene Schatten zu springen und Solidarität nicht vergessen. Das wäre Traumkirche für mich. Da wäre Traumkirche. Statt dieser Traumkirche, was werden wir haben in 10 oder 20 Jahren? Die Kirche wird so bestehen. Da arbeite ich daran. Ich bin überzeugt, die Jungen, die heute auf dem Weg sind, denken nicht mehr wie wir alten 68er. Die haben wieder ganz andere Zugänge, auch zum Evangelium und zum Glauben. Und die sind Menschen, die auch nach dem Lebenssinn suchen, die Fragen stellen und es viel ringer haben, weil es von einer gewissen Vergangenheit, die uns vielleicht immer noch mitschwingt, im eigenen Erleben, in der eigenen Biografie gar nicht belastet sind. Sie sind relativ offen, man ist nicht mehr so institutionell gebunden, aber die Fragen bleiben für die Menschen, die gleich auch für die jungen Menschen. Was gibt denn meinem Leben überhaupt den Sinn?
Die Fragen werden ewig bleiben. Jetzt haben wir es im Verlauf des Gesprächs schon gehört. Wir werden den Bischof Markus Büchel sicher noch 7 Jahre dürfen geniessen hier im Bistum St. Gallen. Also noch 7 Olmen. 7 Olmas, gut. Auch 7 Talks. Ich sage schon mal meinen Kolleginnen und Kollegen. Keine Angst vor dem Älterwerden? Nein. Ich habe gar keine Zeit, daran zu denken. Und Angst habe ich sowieso keine. Ja, ja. Manchmal ist man froh, wenn man nicht mehr jung ist. Also das kommt auch dazu. Bei den Kirchen glaubt man ja auch an ein Leben nach dem Tod, dass wir vielleicht dann dort oben auch wieder einen Talk führen können. Ich hoffe, du sagst dort, ich sage dann auch dort. Ja, ist gut. Das stelle ich dann einen Wegweiser auf, oder? Ja, das ist gut. Also, was macht der Bischof Markus so zuversichtlich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Das ist die Verheißung. Die Verheißung, die eigentlich im ganzen Leben auch wie ein Motor da ist. Es ist aber nicht alles, was wir hier erleben. Wir müssen auch nicht alles wirken, sondern es ist uns das Leben geschenkt vor dem Tod. Und es gibt ein Leben vor dem Tod. Es ist schlimm, wenn Menschen sagen, ja, nachher habe ich es dann einmal besser. Wir müssen es jetzt gut haben. Wir müssen uns jetzt einsetzen, dass wir es gut haben unter den Menschen, miteinander. Aber wir dürfen das immer so tun, wir können uns auch ein bisschen verschenken. Und ein bisschen Gelassenheit tun. Wir müssen nicht so im tierischen Ernst tun, sondern es wird uns, wie das Leben jetzt geschenkt ist, auch nach dem Tod das Leben geschenkt sein. Wie das ist, das weiss nur der Herr Fuchs. Jemand muss es ja wissen. Also, mit dieser Botschaft, mit dieser klaren Botschaft vom Bischof Markus Büchel, möchte ich mich bei euch allen ganz herzlich bedanken, dass ihr zugelassen habt. Natürlich auch bei euch daheim, die das Ganze verfolgt haben über Facebook. Jetzt fleissig teilen, damit das Gespräch noch einen Haufen weitere könnt verfolgen. An dieser Stelle, Bischof Markus Büchel, einen grossen Applaus für die Offenheit. Danke vielmals. Danke. Wir sehen uns morgen noch einmal hier am Tagblattstand mit einem Talk, und zwar morgen bei uns DJ Tanja Lacroix. Ich bin selber gespannt auf die Frau, sie ist sozusagen mein Abschiedsgeschenk, weil morgen haben wir den letzten Talk miteinander dann, und dann die verbliebenen 3 Olmatage kommen dann endlich meine Kolleginnen und Kollegen hier am Stand 2. Schön, dass ihr da gewesen, danke vielmals und einen schönen Olmatag euch allen hier und daheim. Alles Gute, danke. Danke vielmals. Hoi.